Herzlich willkommen auf Frankfurter. So, eigentlich war man noch auf der ProLight Soundfest in Frankfurt. Vloggen leider nee, aber Interview ja. Und ein paar Lichtshows habe ich euch mitgebracht. Also besser als gar nichts. Und jetzt haben wir noch knapp 2 Stunden Zeit hier auf dem Sebemess zu filmen. Also rennen wir jetzt mal hier durch. Wir haben Marcel verloren. Nein, der ist da. Ja, weil der Bilder hat man gut gemacht. Hallo? Nein. Hallo? Marcel! Ah, der pennt. Ja, Marcel halt. Marcel! Der pennt. Und wir gehen mal zu Marcel hin. Hallo Marcel! Sehr motiviert. Ja. Er ist kaputt. Wir sind alle kaputt. Ja, ich bin noch fit. Jo, also, dann sagen wir auch, euch war schon mal viel Spaß mit dem Video. Mit halt ein bisschen Impression, ein bisschen On-Ride, Off-Ride, ein bisschen reden. Bisschen Gelaber, wie immer. Ja, wie immer. Also hier gibt es Riesenrad, Geisterhaus, Heimbrech. Albina, das Ende blinkt die ganze Zeit. Der Breakdance von Schramm. Musik von Heue. Wellenflug von Heue. Monte Golfierer. Ah! Ja, vergesse ganz. Genau, der Polyp. Das war ja geil. Von Dresden. Den seht ihr jetzt schon hier. Da dann, ja auch. Dann haben wir hier noch Zirkus. Gütland-Preuß haben wir hier. Hier. Ja, hier. Ja, auf Platz, ja. Und ja. Was eigentlich? Also, gibt schon einiges. Kinderfahrgeschäfte, 2 Autoscooter. Also, ja. Wünschen wir mal euch ein bisschen viel Spaß. Marcel will Drop Sound. Wir sind gerade der Polyp von Dresden gefahren. War eine rasante Fahrt, leider halt ja. 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 Mittwoch halt. Ja. Ja. Hast du ein paar schöne Bilder gemacht? Wir haben halt nicht so einen tollen Tag erwischt, sag mal so. Aber wir sind halt leider gebunden an der Zeit, also konnte man nur heute hin. Kann man fahren? Macht immer Spaß, jetzt zu fahren. Müssen wir schauen. Ja, wir fahren jetzt den Freefall Tower von Götzke. Das ist schon mal einer von vielen. Marcel, kann man das sehen? Und der Breakdance doch inbegriffen. Ah. Breakdance mit Freefall Tower in einem. Und Götzke. 2 Freefall Tower sogar. Ja, das ist der dritte. Ja, ernsthaft? Ja. Ja, komm. Selbst traurig. Wisst ihr, reicht die Zeit? Aber wir werden sehen, aber fahren oder nicht fahren. Rep, das nehmen wir mit. Wir nehmen es mit. Bis dann. Ich shake mal ein. Jo, ein. So. Wir fahren jetzt ins Freefall Tower Breakfast in einen. Oh. Hey! Breakdance! Hey! Einfach, wir müssen das anders erzählen. Das nehmen wir mal mit. Jetzt sind wir uns Drehwurm, jetzt kennen wir leider Marcel entführen. Ja, wie wir katzen. Bessere Drehung, wenn du weiter gehst, wenn du das Drehung hast, dann kunden wir. Boah. Boah, Alter, ich hab für Höhenangst. Jetzt habt ihr. Hallo. Ja, bist du da schon? Sind wir schon oben? Ja, wir sind oben.
Ah, seht ihr das? Wir drehen. Alter, was? Oh, wow. Sind wir oben? Es gibt immer Simon Gass hier. Oh nein, der Runde. Jetzt gibt es das Klackjähriger, jetzt kackt das Ding ab und dann fallen wir runter. Oh nun. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Alles okay, let's go. Oh. Alles gut, wenn wir in andere Richtung geht. Ja. Alles dabei sein. Aber eigentlich, ich denke, da brauchen wir kein Riesenrad mehr fahren. Ja. Brauchen wir nicht. Das ist ja billiger als Riesenrad. 3 Euro haben wir gezahlt. Sag mal. Hat der kompletten Überblick über den Festplatz? Also, falls ihr noch wissen wollt, geht noch bis Sonntag. Wir fahren jetzt wieder runter. Immer bis 23 Uhr. Ja, außer Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Der Abschleppwagen ist auch schon wieder am Start. Dresden, 4 Euro. Der Abschleppwagen ist auch wieder am Start. Schramm Break, 4,50. High Fresh, 4,50. Weltflug, Rottenreue, 4 Euro. Zirkus, 4,50 Euro. Ein Kinderbahn, wie viel? Sechste. Ja, schön. Dann haben wir noch No Limit. Hip-Hop-Fly, 5. Ich hab schon übelste Drehmoor mehr. Wenn ihr fertig seid, braucht auch nichts mehr. Ah, ja. Da, nochmal Breakdance! Breakdance, ganz geil! Breakdance von Götzka. Breakdance von Götzka, jetzt neu auf der Jo, also wir steigen jetzt mal aus. Alle nur am Stürmen. So, also wir sind gerade in Götzke. Skyfall und Breakdance in einen fahren. Jetzt wollen wir uns erst recht Freefall Tower fahren. Na gut, bei der Drop Zone. Ey, war das der Freefall Tower, wo der Firmus Freaks herausgerastet? Ja, das war das letzte Mal, was du rumgetanzt hast. Ja. Also, dann bis gleich. Ein Raster! Ernsthaft? Das ist aber ein bisschen. Zwei Raster! Nicht, dass wir doch nochmal 5 Meter nervfreien Fall haben. Ah ja, passiert. Sehr toll. Die alten Leute. Das ist geil. Der ist so hoch. Ja, jo, guck mal. Geht hoch. So. Schöner Ausblick über die Dippemess. Ja, toll. Hallo! Kann man nicht was sagen? Oh, fuck! Ja. Ey, bist du letztes Mal gefahren? Berg! Ich hab schon mal ähnliches gesehen, letztes Jahr im Juli bei einer in Prenzlau, statt ein ähnlicher. Ich glaube, ja. 16! Er ist immer hochgeschossen. Nein! Er ist immer Action-Tower, gell? Herrlich.
Und jetzt noch einmal mit Schwung. Ejo. Ihr habt es so gewollt. Ja, Hammer. Hammer. Hasta la vista, baby. Attention. Me. Ja, aber ich glaube, die Pferde von denen, gell? Noch, glaube ich. Doch, ich glaube, ja. Doch, ich glaube, Franziskilios irgendwas. Hat noch einen. Aber keine Ahnung. Alter! Nein! Ja, die hat mehr Airtime als diese Zierer-Dinger. Holy fuck. Nein! Kleine machen schon Laune. Ja, mehr als die großen eigentlich. Hört auf und ab ist das hier! Das ist der Hammer. Aber wieder hoch! Alter, ich glaube schon hinten, so bin ich so. Du hast ja viel mehr für die Kurzzeit hast du viel mehr Spaß als bei anderen. Weil da! Wenn du nur einmal oder zweimal. Stimmt. Leck! Action-Buch! War das bei uns? Nee, das ist bei Polen! Nee, das ist bei uns! Ja! Einmal durchgeschüttelt! Kann man die Aussicht genießen? Scheiße! Sie haben ihr Ziel erreicht. Sehr schön. Also, wir gehen jetzt weiter. Der Ausgang befindet sich vorne auf der rechten Seite. Der Jan ist doch da! Schönen Gruß an Jan. Also. Aufsteigen. Wir sind aus Dropzone draußen. Durchgeschüttelt. Und dann? Jetzt gehen wir mal geschwind. Geschwind. Schramm. Leidebruder von Glas oder Frau Limit? Wir wissen nicht. Wir lassen uns überraschen oder wir fahren auch gleich Breaker. Wir werden sehen. Also. Deine Kraftfahrer hier. Limit. 6 Euro. 2 Minuten Fahrt. Ja, wie immer halt. Ich meine, doch unter das Leben. Fahr ich jetzt. Heute nicht. Irgendwann will ich schon. Wieder, ja. Welches Tag, was soll ich denn da immer? Tag, denke ich mal, ja. Aber... Nee. Ich bin doch so fertig mit der Polarzeit-Fessel. Ja. Ich bin auch weiter, oder? Wo gehen wir hin? Ja, der ist auch neu, oder? Nee, der ist schon lang. Der Premiere feiert in Frankfurt. Darmstadt. Darmstadt 2018, glaube ich. Weiß ich nicht. Muss ich finden, den gibt's ja auch nicht. Festzelt gibt's ja auch nicht. Nö. Nee. Gab's sonst immer eins? Ja. Festhalle Hausmann, oder wie heißt? Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht, aber gibt's doch, oder? Also. Festzelt ist kein Muss. Da reicht also eine gute Cocktailbar wie da. Wo auch schön was aussieht und hergibt. Also, ja. Hier oben, Marcel. Erinnert mich echt wieder an die Proleine Zartmesse mit den ganzen Lichtern. Ja. Sagen wir einfach mal. Gehen wir weiter. Na, du haben wir noch unser Bierzelt. Eher Biergarten.
auch mal cool eigentlich. Und ja. Ja, aber das ist ja so. Wieder, oder? Ja. Wir essen mal. Wir haben noch gar nichts gegessen heute. Also, wir essen jetzt mal. Weiter geht's mit hier laufen. Wir waren gerade beim Schrammi. Scham, 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 scham. Ja. Insider. Alpinerbahn fahren wir dann auch noch eine Runde später. Von der Zeit halt. Ja, von der Zeit her. Wir haben noch Zirkus und Heimbrech. Dann haben wir die Fahrgeschäfte durch, was wir fahren wollen. Aufgefahren sind. Scheiß Rauchheimer. Der guckt wieder so. Jo. Königin der Achterbahn. Ne? Königin der Achterbahn ohne Lubik. Alter, wie sie alle synchron aufgestanden sind. Boom. Brutal. So richtig. Jo. Spürst du live? Nein. Nur 33.000. Schön wär's. Ja, egal. Ja. Hauptsächlich ist doch. Ja. Kommen wir mal, Zirkus. Freund hat mal eine, habe ich die Kamera wahrscheinlich falsch eingestellt gehabt und habe auch Bildstabilisator ausgehabt. Ja, egal, wenn auch gekraft. Jo. Hier haben wir Demonium. Wer es fahren will, kann es fahren für 6 Euro. Ja, und durchgerastet, das ist ein toller Coaster, gell? Lass mich mal ausreden hier, ne Simon? Lass mich mal ausreden. Ja, haben die also ihr könnt es machen, wie, wenn ihr es wollt. Ich mache es nicht, weil sie fährt durch die ganze, also fern, ist ein bisschen untertrieben. Sie rast durch. Also, ne, ich bin zu Emo gefahren in Mannheim. Das reicht mir, da brauchst du nicht nochmal zu fahren. Also für den Preis auch, ja, von außen ist wow, aber. Wisst ihr, ob man das sagen soll? Innen, außen hui, innen fui. Ist jede Geschmackssache. Bin ich so der geilste Bahnfahrer-Fan, aber ja. Jo, mal gucken, ob noch was beim Louis was los ist. Beim Oberschelm. Fahren wir nach den Hobel. Und dann. Alpinerbahn als Abschluss. Ja, zum Abschluss Alpinerbahn. Und dann war's das. Also. Dann gehen wir zum schnellsten Bratpfanne der Welt.
Lichteffekte. Lichteffekte oben. Guck mal, die Fingern halt drin, oder? Hat er Wir müssen uns spurten. Wir sind gerade Hallenpresse gefahren. Ja, hat sich alles getan. Strobo, Lampen, in den Sitzschalen, neue Rückwand, neue Lampen außenrum, neue Bubbles. Ja, Rückwand habe ich schon erwähnt. Ja, hat sich schon einiges getan am Hallenpresse. Seit 2021. Nee, 2020 soll es gesehen. Jetzt gehen wir schnell zu Albina. Hoffen wir, dass wir noch eine Fahrt noch erwischen können. Und dann geht's nach Hause. Noch nie gefahren? Ach, ohne Licht, geil! Nee, ich bin noch nie Alpina Bahn gefahren. Hui! Oh no. Frankfurt aus dem Ohr! Feierabend. Oh, wie soll ich so einen Vlog schneiden? Outtakes. Outtakes. So, Feierabend. Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Oh, wir machen gleich nochmal eine E-Scooter-Fahrt. Für die 3 Meter. Auf jeden Fall haben wir noch Alpina geschafft. Die letzte Runde. Ja, mit ein bisschen Dark Ride. Ein Dark Ride war nee, das ja. Nee, unsere Gondel war ja an. Ja, nur die Gondel hat geleuchtet. Aber Gondel, Digga, ein Zug ist das, der Gondel. Wenn wir hochgefahren sind, haben sie unten das Licht ausgemacht. Nachtbahnzug und die Gondel, Alter. Also sind wir in Dunkeln gefahren, kann man so sagen. Es sah von außen bestimmt geil aus, wenn der fahrende Zug vorbeigezaust ist. Ja. Ja, für so einen kurzen Abstecher unter der Woche kann man machen. Ja. Wenn man lange fahren will, auch. Eigentlich ja, auch. Ja. Aber für Offroad-Film eher nicht. Bei leeren Fahrgeschäften will ich nicht so filmen, also es sieht halt ein bisschen blöd aus. Ja. Aber manche machen das einfach nur, weil... Es ist grünes Licht. Was macht es? Das leuchtet grün. Grün. Wir haben schon heute genug grüne Lichter. Ach, die grüne, ja. Ich habe ja einen Greenscreen. Ja. Ihr seht vielleicht hier im Hintergrund, ich nehme sogar mit einem Greenscreen auf, ja. Schneid's mal rein. Die grüne, mit dem grünen Greenscreen. Ja. Schöne Beleuchtung. Ihr parkt ja auch das Grüne, das ist auch crazy. Ja, stylisch. Thomas? Quer, siehst du mehr? Ja, Baller. Ich glaube, ich weiß, was die machen. Die machen ein paar Bilder. Ah. Ja. Ja, für die Bewerbungsmappe. Cool. Ah, da müssen wir jetzt aber doof bleiben. Ja, die machen hier Fotoshooting für Bewerbungsmappen. Also, jetzt müssen wir aber mal eine Runde da bleiben. Wenn wir schon hier sind, Thomas. Ah, ja, kann man machen. Hör zu, ich gebe das Ding jetzt aber auch ab. Ja gut, wir waren jetzt Schicht in Schacht. War schön. War ein actionreicher Tag. Und auf der ProLight Soundmesse tue ich oben in die Infobox. Irgendwo oben? Da, also irgendwo da. Ja.
Parktube sein Video, wenn er sobald fertig hat, rein verbinden. Und ja, dann wünschen wir euch. Wir haben noch ein Interview vom Ding gemacht, das ist schon mal auch irgendwie rein. Bei Voice Akustik. Ajo. Ah, das mache ich extra Video. Im Robotex. Ja. Ja, war schon ein aufregender Tag. Ja. Dann verabschieden wir uns. Tschüss. Frocken, tschüss. Ja, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Also. Bis demnächst, also das nächste Video wäre Mannheim. Mannheim! Mannheim. Long. Mannheim long, longer. Das ja. Mache ich morgen, also. Also. Ja. Familientag. Ja, wir haben so einen neuen. Mach mal bitte erotische Musik. Ja, ich hab auch hier einmal einen Mannheimland langer. So. Jetzt erhältlich im Shop. Ja, genau, jetzt erhältlich im Shop. Da wird auch verlinkt von Thomas. Ja, oder hier, nochmal Mannheimland langer. Ich hab nix. Doch, du hast meinen PIN vergessen. Ah, ja, das kann ich dir dann geben. Jo. Also, nochmal für alle. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Und die DMS sagt auch schon gute Nacht. Ja, aber beziehungsweise hinter uns nicht.